Das dienstliche und außerdienstliche Leben lässt sich in den seltensten Fällen so scharf trennen, dass das eine nicht seine hellen oder dunklen Strahlen in das andere wirft. Und es kann nicht ausbleiben, dass ein geordnetes, außerdienstliches Leben auch einen guten Einfluss auf die dienstliche Stellung hat. Und diese ganz besonders bei dem Lokführer, da außer der dienstlichen Tüchtigkeit auch das Vertrauen, welches seine Vorgesetzten ihm glauben schenken zu dürfen, von großer Wichtigkeit ist. Wenn Fahrzeuge sich ohne Bedienung auf den Weg machen, zum Beispiel Wagen im Gefälle oder eine führerlose Maschine bei geöffnetem Regulator, so können dieselben das schrecklichste Unheil anrichten, insbesondere auf der Strecke an Zügen, deren Führung keine Ahnung von der Gefahr haben und auch auf Wegeübergängen etc. Wenn ein Fahrzeug von einem Bahnhofe fortläuft und es steht eine Maschine bereit, so kann versucht werden, dem Fahrzeuge nachzueilen und, wenn es erreicht ist, die Kupplung der Lokomotive einzuhängen, indem der Heizer sich vorn auf die Bufferbohle stellt oder setzt und die Kupplung, wenn die Maschinenbuffer die des Fahrzeuges berühren, einfallen lässt, worauf allmählich die Lokomotive gebremst und so das Fahrzeug zum Halten gebracht wird. Die Nachricht, dass Fahrzeuge entlaufen sind,
kommt durch eine Drahtmitteilung. Und ist es nun zunächst nötig zu wissen, wie lange das Fahrzeug schon unterwegs ist, um zu beurteilen, ob man demselben noch entgegenfahren kann oder ob es besser ist, sich schon in derselben Richtung auf den Weg zu begeben. Einfahrsignal A. Eine flüchtende Lokomotive, bitte um Anweisung. Jawohl, folgen. Bei Vorkommnissen auf freier Strecke, wenn ein mit denselben vertrauter technischer Beamter nicht anwesend ist, wird das Fahrpersonal, und zwar mit Recht, sich zunächst an ihn als den Fachmann wenden und macht es einen betrübenden Eindruck. Wenn der Lokomotivführer dann ebenso ratlos wie die übrigen Beamten dasteht, mag die Anzahl der Stationsbeamten noch so reichlich bemessen sein, so ist es doch nicht möglich, dass ein solcher Beamter überall gegenwärtig ist. Sobald der Führer einer Lokomotive das Gebiet des Heizhauses verlassen hat, tritt er in das der Weichensteller. Der Signalwärter, des Schrankenwärters, des Rangierers, auch in das der Kohlelader und der Arbeiter an Drehscheiben, Schiebebühnen, Wasser- und Lastkränen, Güterschuppen und anderen. Die nach jeder Richtung unmittelbaren Vorgesetzten der Lokomotivbeamten haben nicht nur die dienstlichen Leistungen und das ganze dienstliche Auftreten der Lokomotivbeamten zu überwachen, sondern ebenso sehr darauf zu achten, dass diese auch außer Dienst in ihrem bürgerlichen Leben einen gesetzten und geordneten Lebenswandel führen, wie dieses Beamten geziemt und dessen sich ein Lokomotivführer bei seiner wichtigen und verantwortungsvollen Stellung umso mehr befleißigen muss, weil das Publikum seine dienstliche Tätigkeit kennt und eine Bahnverwaltung bei demselben das Vertrauen verlieren wird, wenn eine Beamtenklasse, die vor allem anderen am unmittelbarsten in das Eisenbahnleben mit seinen Zufälligkeiten und Gefahren eingreift, im bürgerlichen Leben nicht ihren guten Ruf zu bewahren versteht.